mir vorgenommen, ich möchte durch die Regionen touren, weil wir sehen, dass die Entwicklung Niederösterreichs erstens unterschiedlich verläuft, zweitens, dass die Regionalentwicklung eine ganz entscheidende ist für eine gute Landesentwicklung, vorauszudenken, vorauszuschauen, voranzugehen auch. Die Unsicherheit auf den Finanzmärkten sich in der letzten Phase etwas beruhigt hat. Niemand hat erwartet, dass die EZB nochmal die Zinsen senkt. Wir haben aber trotzdem noch eine Situation 2012 und 2013, dass die Unternehmer noch nicht so investiert haben, dass wir einen deutlichen Wirtschaftsaufschwung spüren hätten können. Das WIFO sieht also jetzt sehr deutlich ein Ende der zweiten Rezession. Wir haben derzeit in Niederösterreich eine Arbeitslosigkeit rund um die 7%, eine Arbeitslosenquote. Aktuell haben wir im Scheibs 3,8%, in Waidhofen 4% und in Amstetten 4,8%. Nach unserer Rechnung, nach der EU-Rechnung, ist es noch geringer. Das ist eine Situation, die uns fürs Erste eine Sicherheit gibt, dass wir in einer guten Region leben, hier, und in einer guten Entwicklung uns befinden. Das ist auf der einen Seite sind es viele mittelständische Unternehmen, die so erstens in der Krise die Leute nicht entlassen haben. Und wir haben eine Situation, dass gerade was die wirtschaftliche Struktur anlangt, dass wir ein sehr hohes Facharbeiterpotenzial in dieser Region. Ich glaube, das zeigt, dass hier in der Frage der Ausbildung gut gearbeitet wird. Daher geht es auch darum, unsere Schulstandorte zu stärken, dass sie attraktiv sind, die Ausbildungsplätze in der Lehre. Gemeldete Lehrstellen im Bezirk Amstetten, die sofort verfügbar sind, 41. Und Lehrstellensuchende, die wir haben, 19. Wir haben ja immer die Problematik, wo ist der Lehrstellensuchende und wo ist die Lehrstelle. Dass Stecker und Steckdose zueinander. Darum haben wir unter anderem ja Junges Wohnen etabliert, um jungen Menschen ja die Möglichkeit zu geben, sie beruflich zu verändern, mobiler zu werden, um dorthin zu kommen, wo sie Arbeit finden. Dass wir genügend Jugendliche motivieren, einen Lehrberuf zu ergreifen. Wir möchten die Betriebe in der Region halten. Unsere Aufgabe wird sein, und die Aufgabe der Gemeinden, dass wir einen Zuzug gut integrieren, dass wir Jugendliche, die ja einen Migrationshintergrund haben und aus anderen Bereichen kommen, gut integrieren und für den Arbeitsmarkt vorbereiten, dass wir jene Jugendliche, die nach der Schulpflicht sogar sie überhaupt verschwinden, und das sind in unseren Breiten etwa 100 in dieser Region, dass wir die für den Arbeitsmarkt gewinnen. Daher können wir sagen, wir brauchen aus dieser Folge heraus ein gutes Angebot für die Betreuung der Kinder am Nachmittag, dass Beruf und Familie unter einen Hut gebracht werden. Und bei der Expansionsgeschwindigkeit auch unserer Wirtschaft haben wir einmal das Problem am Arbeitsmarkt, dass wir genügend Facharbeiter haben. Und das Zweite ist in der Wohnversorgung. Wir müssen genügend attraktiven Wohnraum haben, Wohnraum, der leistbar ist, damit die Leute auch herkommen. Also das Mostviertel, wenn Sie so wollen sagen, das westliche Mostviertel muss einladend sein. Die touristischen Infrastrukturen, die Freizeitinfrastrukturen, derartig attraktiv sein, damit Leute woanders, die sich woanders ausgebildet haben oder herkommen, auch hier niederlassen. Wir werden das ganz massiv brauchen. Anders sieht es aus bei den älteren Menschen. Das ist hier kein Problem noch. Warum? Ganz einfach. Weil natürlich die Firmen auch sehen, unten wächst gar nicht so viel nach. Beziehungsweise das Know-how der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter möchte ich nicht verlieren. Aber wenn Sie den Arbeitsmarkt, also grosso modo anschauen und europäisch vergleichen, dann ist 3,8, 4,0, 4,8 nicht nur ein Sensationswert. Aber ich möchte jetzt gar nicht den Eindruck erwecken, da ist alles tutti paletti und wir sind die Besten. Eben zusammenhängend mit dem Arbeitsmarkt ist für mich die Frage des Wohnbaus. Niederösterreich hat immer alle Mittel,
die wir aus den Ertragsanteilen des Bundes bekommen haben, für den Wohnbau verwendet. Und zwar in allen Jahren. Es gab nie ein Jahr, wo wir das nicht verwendet haben und haben immer noch mindestens die Hälfte, manchmal sogar das Doppelte draufgelegt. Nicht nur, weil damit etwa 30.000 Arbeitsplätze in Niederösterreich gesichert werden. Und jetzt denken Sie nur, stellen Sie mir nur vor, wir hätten diese Geldmenge nicht zur Verfügung. Es gibt ja immer wieder Herrschaften aus allen Kammern und in welchen anderen Interessensvertretungen, die sagen, das ist das Körperlgeld der Politik, ich habe das schon gar nicht mehr hören. Das ist Steuergeld, das dafür eingesetzt wird, jungen Familien einen leistbaren Wohnraum. Leistbar heißt bei uns für eine vierköpfige Familie mit einem Familieneinkommen, Nettofamilieneinkommen von 2000 Euro, soll man nicht mehr auf 75 Quadratmeter als wie 500 Euro verwenden müssen. Ist die Belastung höher, ist sie über 600, dann zahlt der Wohnzuschuss einen Teil dazu. Wir haben auch eine ungeheure geringe Differenz in den Mieten zwischen Freifinanzierten und Geförderten. Bei uns ist der Freifinanzierte nur um 30 Cent am Quadratmeter teurer. In Salzburg sind die 2,50 Euro. Na, da kennen Sie den Flachfellner, sogenannte Flachfellner, erinnern, der mir gesagt hat, was Niederösterreich für ein Plätzchen macht und er hat das Wohnbaumodell der Zukunft, der die Wohnraumversorgung vollkommen ruiniert. Weil was ich zuerst gesagt habe, ich muss ein Angebot haben für Leute, die Firma XY nach Waldhofen, nach Hohenstein, nach Böllerberg, nach Kemmerton holen will, dass er da wohnen kann. Und ich glaube, das leisten wir auch. Und da hängt also Arbeitsmarkt, Wohnversorgung, Strukturpolitik eng zusammen. Die Gemeindefinanzen, da schaut es gut, da schaut es derzeit wieder deutlich besser aus. Und die hatten ja wirklich schwierigste Jahre zu meistern. Wir haben 2010 im Voranschlag 160 Gemeinden gehabt, die nicht ausgeglichen budgetieren konnten. Und tatsächlich haben wir 2012 25 Gemeinden, die nicht ausgeglichen budgetieren können. Wir haben 2012, und darum trifft es ja. 2012 bereits ein neues Gemeindegesetz erlassen, wo die Gemeinden alle ausgelagerten Gesellschaften auch den Gemeinderat zu melden haben und auch im Rechnungsabschluss zu budgetieren haben. Man hat versucht, und da muss man einfach deutlich sagen, in den Jahren 2002, 2003, 2004, nicht nur, dass man Finanzgeschäfte abgeschlossen hat, die man nicht vielleicht alle durchleuchtet oder verstanden hätte, wo man gesagt hat, ja, wenn ich auf der Habenseite mich bewege, dann ist es okay, wenn ich mir auf der Sollseite gehe, dann schreie ich laut auf. Muss ich auch sagen, bei diesen ganzen Finanzgeschäften haben die Gemeinden Niederösterreichs grosso modo gewonnen, wie sie es geschlossen haben. Ein paar wenige haben saftig verloren. Ja, also, was der Rechnungshof, ich habe das nicht gelesen, kritisiert oder was man vorstellen kann, ist die Situation, dass sich in der Frage der Vergleichbarkeit untereinander in Österreich, weil die Situation das nicht ergibt, ja, das ist der lang gehegte Wunsch Niederösterreichs, seit 2001 fordere ich das, eine neue VRV, eine neue Voranschlags- und Rechnungsabschlussverordnung. Niederösterreich führt derzeit den Vorsitz in diesem Gremium, um das Grund zu legen, weil ein prinzipieller Abschluss nach einer topischen Bilanz bringt nur gar nichts, dass man das mit die finanzielle Gestionierung so quasi als gut oder schlecht bezeichnen kann. Grosso modo, was heißt grosso modo, über 90% geht es in diesen Gemeinden gut. Jetzt haben nur manche wirklich über ihre Verhältnisse gelebt. Die wussten das auch immer. Die sollen, Gemeindeautonomie heißt nicht, wenn alles gut geht, bin ich autonom. Und wenn auf einmal alles ein Problem ist, dann hat irgendwer eine Schuld. Da gibt es einen Gemeinderat, einen Geschäftsführer oder einen Stadtrat oder einen dementsprechend geschäftsführenden Ausschuss und einen Bürgermeister. Und da gibt es Stadtämter und dementsprechende Verwaltungseinheiten. Sonst muss man mit der Gemeindeautonomie aufhören. Das will niemand. Und ich glaube auch, dass unsere Gemeinden, und man soll nicht so tun, als wie die Gemeinden hätten dort einen großen Fauxpas in der Vergangenheit begangen. Ich muss schon ganz deutlich sagen, da mögen zwar vielleicht jetzt noch in Niederösterreich, kann ich mir das nicht vorstellen, da mögen vielleicht noch irgendwo
Summen schlummern, die man noch nicht weiß. Ich kann nur sagen, in Niederösterreich ist das seit 2012 nicht möglich. Genauso wie wir seit 2011 die Finanzgeschäfte für die Gemeinden genau geregelt haben. Also, und da ist die Bonität eine erstklassige. Und muss man ganz trocken sagen, dass sich die Gesamtstruktur des öffentlichen Haushaltes bei 67% Budgetverantwortung des Bundes hat er 87% Schulden. Die lässt sich darum nicht wegklären, weil wir rechnen die zweite Stelle hinterm Komma. Und Länder und Gemeinden haben bei 33% Budgetverantwortung 12,5%. Na, sollen es jetzt dann, wenn noch irgendwas auftaucht, 13% sein. Es ist überhaupt nie eine Frage, dass eine Kommune wesentlich besser, klarer und organisierter etwas machen kann, wo so quasi die Verantwortung da ist. Wenn sie es aber in dieser Verantwortlichkeit macht. Darum muss man auch ganz klar sagen, was kann eine Kommune noch verantworten und nicht. Warum haben wir die Spitäler 2003 übernommen? Weil wir ganz klar gesehen haben, das geht über die Verantwortung der Kommune hinaus. Das kann eine Kommune nicht machen. Weil sie auf der einen Seite querfinanziert und eine Versorgungssituation für eine ganze Region hat, dort hat das Land einzugreifen. Aber eine Frage eines Schwimmbades oder die Frage eines Turnhallenbaus oder was, das muss in der Gemeinde bleiben. Es wäre vollkommen vertrottelt, das an das Land zu ziehen. Und darum muss ich sagen, ich weiß nicht, welchen Prüfungsraum der Rechnungshof hier anzieht, wahrscheinlich die Räume 9 bis 12, das ist immer das pathologische Wissen. Wenn ich erst dann reagiere, wenn der Rechnungshof mit seinen Berichten kommt, dann bin ich eh schon tot. Also, da muss man einfach auch die Kirchen im Dorf lassen. Das ist gut, wenn man das aufzeigt, aber zum Beispiel ist das längst geschehen, und zwar Anfang 2012 in Niederösterreich. Das, was er jetzt moniert.